Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in Thüringen. Ich habe gerade den Anhänger angehängt für Milch. Wir fahren jetzt mal hoch und werden erstmal Milch aufladen. So, geht los, ne? Das ist ein Originalanhänger vom Spiel, ne? Da passen 32.000 Liter rein. Das ist ausreichend. Denke ich mal, so viel Milch wir nicht haben. Und wenn doch, wollen wir öfters fahren, ne? Aber ich glaube nicht, dass wir zu viel Milch haben werden. Wenn wir einmal am Tag fahren oder maximal den zweiten Tag, wird es auch nicht ausreichen, jetzt halt mal den Punkt zu finden, wo der Trigger ist, ne? Damit wir ihn aufladen können. Ne? Wird mal sehen, ne? Machen wir die Innensicht. Oh, Attack geht nicht. Okay, das ist eben doof. Na gut. Warum bin ich? Oder hat es deaktiviert? Das kann auch sein. Aber gestern war es auch nicht aktiviert. Ja, egal. Problem. Ist kein Problem. Wieder ohne. Oh, schön die Kurve nehmen und Gas. Der erste Schnee geht schon weg von der Straße, ne? Mal drüber fahren. Und Temperatur. Mittlerweile auch schon bei plus 4 Grad und ist wieder ganz, ganz optimistisch, dass morgen soweit ist, dass die Temperatur auch bodenmäßig ansteigen wird. Also Schnee plötzlich schlagartig weg ist. Ne? Schauen wir mal. Na gut, heute Nacht kann mir Frost kommen. Ne? Also, wir haben ja schon 3:15. Ne? Zumindest halt plus 4 Grad ist nichts Außergewöhnliches. Ne? Aber wie gesagt, ich bin hier in. Jahreszeitenmäßig in 3-Tages-Rhythmus. Das heißt, der dritte Tag ist ja ungefähr April, ne? April, Anfang Mai, so der zweite Tag ungefähr. Und dritte Tag wäre Ende Mai, Juni, so muss ich das ungefähr bildlich vorstellen. Ich habe deswegen mir einen Anhänger gekauft für Milch extra, weil ich das persönlich nicht gut vorstellen könnte, mit dem Wagen Gülle fahren, auch Milch zu fahren. Das würde hier technisch gehen. Hm. Auch dann würde ich mir einen extra Anhänger kaufen, weil es einfach der Gedanke wäre schon eklig, kann man sagen. Ne? Obwohl das hier im Spiel wahrscheinlich eher egal ist, aber rein praktisch gesehen ist es besser, also wir machen ohne. So, angekommen sind wir, mal schauen mal, ob wir da jetzt einen Punkt finden, rückwärts ranfahren am besten. Wir können ja noch auf den Acker fahren zur Not. Zur Not, ne? Später ist das nicht zu empfehlen. Dann würde ich von dem anderen Ende kommen wahrscheinlich, oder rückwärts hochfahren, ne? So. Da ist der Mistabzieher, da wird es keiner sein. Natürlich ist das ein bisschen schwierig jetzt, ne? Weil jetzt im Prinzip geht darum. Glage. Muss ich mal gucken. So. Füllers ist auf, ja gut. Wir haben hinter angestellt, ja. Das wird jetzt ein bisschen blöd, weil ich nicht weiß, wo es ist. Ne? Wenn hier ein Milchtank wäre, es wäre eine Gabel von dem. Mitgenommen von dem. Schneeflagge. Auf dem Dach. Heißt suchen, ne? Hm.
Der Ruf könnte das sein, ne? Deswegen bin ich ja schon überlegen, ob ich mir nicht einen neuen Stall zulege, ne? Das ist ja echt ungünstig, wenn man keine Milch abfahren kann, ne? Das ist ja, was die Kühe ja so verdienen, ne? So einnehmen. Dass wir ja Mastbullen haben oder als verkaufen können als das andere, ne? Aber als Fleisch oder als Tiere an sich. Aber dann geht es halt darum, dass ich die Milch verkaufen kann, ne? Ja, da ist kein LKW, da ist da hinten. Und vermutlich mal hier vorne könnte ein Träger sein, ne? Also hier vielleicht. Ja. Auf der Weide vielleicht. Ungünstig, ne? Schauen wir mal, was. Oh, das da! Kuhstall. Da ist ein Punkt. Aber steht keine Milch drin. Weil alt ist. Da ist keine Milch drin, ist klar, logisch. Gülle hat hier. Und hier müsste Milch drin sein. Entschuldigung. Bleibt doch nicht jetzt im zweiten verkehrten Stall. Boah, das wäre der Hammer, ne? Das umgekehrt wäre. Das wäre jetzt blöd, dass ich irgendwie genau die verkehrten. Hieß auf gut Deutsch, ich müsste umstallen. Das wäre jetzt äußerst. Ja. Vielleicht hier noch einen anderen Trigger vielleicht. Wäre jetzt natürlich blöd, weil ich jetzt alle männlichen Tiere umstallen müsste. Würde gehen, ja. Das wäre jetzt natürlich echt blöd, ne? Weil er genau den Stall, ja, als Mädchen und dann als Fleisch. Gut. Dann probieren wir mal aus, ne? Umstallen, ne? So, wo ist das Fahrzeug mit denen? Habe ich einen überhaupt? Erstmal gucken. P, Garage. Eigene Fahrzeuge, ja gut. Jo. Gut, haben wir nicht mehr. Gut, dann mal gucken, ob wir ein Fahrzeug kriegen. Und zwar Tiertransport. Da gehen rauf 24 Rinder. Mod war eins mit mehr. So, was haben wir Uhrzeit? 9. Da gehen rauf 14, ne? Ja. Immer 24, das wäre bei 100 Tieren. Ja, mehr sind ja schon. Teils.
Wir müssen nur so ein Tier, ein Dings für haben, ne? Wir können ja mal hoch, rein und raus nehmen, also doppelt gleich. Oder die Bullen verkaufen. Ein Schlag. Aber die Kühe geht nicht. Die Kühe, das dauert ein Jahr, bis die wieder Kälte kriegen. Ja, dann kaufen wir den mal, ne? Das heißt, wir müssen umstallen. So. Gut. Fahren wir den Milchwagen mal hier in diese, den Selo hier rein hier. Und aushängen und dann fahren wir gleich mit dem Händler. Auf geht's, wir holen den nächsten Anschaffung. Ja gut, das ist halt so, ne? Gut, dass wir keinen Stress haben mit den Feldern und so, ne? Da können wir uns anderweitig beschäftigen. Gezwungenermaßen, ne? Da könnten wir ja gleich die Bohlen verkaufen, ne? Wenn wir eh schon einstallen müssen. So. See. Auf geht's zum Händler. Ist ja nicht weit. Ist ja um die Ecke. Oh, plus 6 Grad. Da wird dann nach und nach immer wärmer hier. Ja, fast Hochsommer. Da ist der Ball Schneeball weg. Kann nicht mehr lang dauern. So. Da macht er rum rum und geht nicht los. Ne? Könnte man ja die Milchkühe ja gleich in einer Stall umbauen, ne? Wenn wir eh umstallen müssen. Das werden wir tun. Wir werden einen neuen Stall bauen. Und dann werden wir die Milchkühe umstallen, ne? Und dann ist es erledigt. Oh je. Der blinde Kuh machen hier. Ich sag mal so, ja, dann musst du einen Einweiser haben, ne? Dann musst du ja den verlassen kannst. Ne? Ja, dann werden wir uns einen Stall bauen, ne? Muss ich immer schauen, wo, ne? Das soll ja möglichst ja. Dann haben wir schon umstallen müssen, ne? Dann muss es sich immer lohnen, ne? Da haben wir gerade gefüttert, ne? Ja, das ist ja gut, das wäre nicht so tragisch. Anführungszeichen, naja, tragisch ja schon. Also tragisch, das Futter ist ja drin, ne? Kriegen wir nie raus, ne? Dann müssen wir mit dem Umstallen warten. Anführungszeichen. Dann müssen wir dann, ja, zum Morgen, dann bereiten wir mal alles vor, mit Füttern und so. Mit dem Wasseranschluss vorbereiten, dann werden wir entsprechend schon mal einen Anhänger mit Stroh voll machen, den Füttermischwagen, können wir auch einen Anhänger mit Futtermischung bereitlegen,
Weil sobald die Tiere drin sind, wollen die ja Futter kriegen. Vorher kann es ja nichts einfüllen, weil ja nichts da ist, ne, von Tieren. Dann kommt die Meldung, dass es geht. Und das bereiten wir alles vor. Den Stall werden wir gleich bauen. Möglichst heute oder zur nächsten Folge. Weil die Zeit ist ja schon wieder Richtung Ende, ne? Wenn wir den Stall zur nächsten Folge bauen und Kopf blüht schon. Wow, Wahnsinn. Ja, dann werden wir schön die Kühe, also die Milchkühe, umstallen. Die Mastrinder können ja da stehen bleiben, drin bleiben. Das ist ja dann. Das wäre ja ein Haufen Arbeit, die ganzen Tiere aufzustallen. Die 150 Mastrinder, die ja irgendwann sowieso zum Händler gehen. Ne? Schlachter haben wir ja nicht. Aber die gehen ja zum Händler. Ne? Dann ist das, okay. Was der Händler mit unseren Tieren macht, mit den Kühen, ne, ob der die weiterverkauft als Zuchtbohnen oder als was ich was, ist egal. Als Reittiere. Das ist mir wurscht. Das kann ich nicht ändern. Und das ist dann nicht mein Problem. Der erste Schnee geht schon weg von den von der BGH. Der erste Schnee taut schon. So, dann hätten wir den schon mal dahin gefahren. Ne? So, gut. Das war der erste Schritt. So, können wir hier stehen lassen. Dann steigen wir auf und dann gehen wir mal Richtung dahin, wo ich jetzt nachher den Stall bauen werde. So, liebe Leute, das wär's für heute. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich mal Tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Und dann geht's gleich weiter mit dem Bau des Stalls. Und dann werden wir uns die Milchkühe umstallen Richtung neues Zuhause, ne? Dann sagt mal Tschüss und winke winke, ciao ciao, ne? Jo, man sieht sich dann nachher vielleicht wieder zur nächsten Folge. Dann ist der Stall ja schon, naja, nicht im Bau, aber dann baue ich dann gerade hin, ne? Tschüss!